Hallo, ich überhole links. Danke. So, das ist das Aussichtsplatz. Reifen ein bisschen durch. So, und da ist auch schon die erste Hütte in Sicht. Komm, push, gleich auf mit dir. Nein, Falk. Kini, komm, da geht's raus. Lichtenstein. Link. Reifen durchgedreht, es ist dann trocken und rutschig. So, der erste Gipfel. Ja. So? Guten Tag. Nein, besser nicht. Ja. Herrliche Aussicht. Schau dir das an. Ah, ist das schön. Das sollte der richtige Weg sein. Zum Blick aufs Navi. Passt. Yeah, schönes Wegerl. So, links oder rechts. Ah, da ist aber schön der Cocker Spaniel. Ja, servus. Also da sind Spitzkehren eingezeichnet. Ich hoffe, dass der Weg fahrbar ist und schön knackig ist. Wieder geht's runter.
und nicht runterfahren oder fallen. Ui, Pflanzen. Cool. Interessant. Also ich muss sagen, der Weg ist sehr schön. Uiuiui. Das werde ich auch mit dem Fahren noch sehr was. Ich hoffe, das Holz ist nicht morsch. Na, soll ich das probieren? Ich hoffe, ich breche dann nirgends durch. Aber hier schaut das Holz noch halbwegs gut aus. Na, da ist schon jemand durchgebrochen. Okay. Sogar ein Radweg hier. Wow. Hallo. Eine Ruine. Ui. Oh, da stinkt's nach Rauch. Nicht. Da hätten wir rein müssen. Da. So. Gut. So ein Durst, weil es so heiß ist mit dem Wintermantel. Geht hin. Tag. Ja, ganz brav. Ah, da vorne ist sogar na bitte, ist sogar als Radweg angeschrieben.
Rennen wieder 100%. So, Tini nicht immer ablenken lassen. Sehr fix. Esse. Motor, der pfuscht da rein. Ups, hallo. Wahnsinn. Ja, mit genug Übung. So, und ich will dann links abzweigen. Ganz ein verstecktes Häuschen, schön. Ui, na, da unten. Geht's weiter. Kurve ist nicht leicht. So, geschafft. Oh. Und da. Upp. Schön am Vorderrad fahren üben. Scheiße. Lästig, dass sich der Motor immer so ein- ausschaltet. Tini, hopp hopp! So, ich habe schon wieder unter 0,8 Bar hinten drin. Das spüre ich daran, dass das Ventil klappert. Da ist beim Ventil beim Procore der Kunststoffteil. Dann da wieder ein saftiges Bergaufstück. Dank Motor ganz entspannt. Puh. Ja, wird sich knapp ausgehen, die Tour.
Da hat sich schon ein richtiges Wegerl gebildet. Na bitte. Das ist gut. Und fahren. Oh. Ah ja, da diese Wand bin ich schon mal raufgeklettert vor Urzeiten. Oh. So, jetzt bin ich schon wieder am Aufnahmeknopf angekommen. Ah ja, alle Stellen der Wildschweine. Ein schöner alter, ehemaliger Weg oder Straße. Wahrscheinlich sogar. Ah je, vorne sehe ich wieder Barrikaden. Schauen wir mal. Dort sind die Warten. Tja, da würde ich sagen, unten durch oder nah. Na, darauf. Schon sind wir am Wanderweg. Jetzt rennt sie fast 30 Stundenkilometer schnell, die Kleine. Ah, über 20, 23. Ups. Ich habe wohl eingebremst. So, einen Schwung nehmen, die erste schalten. So, Pinkelpause ist vorbei. Dann kommt die Tini noch zuerst zum Trinken. Wieder dann Durst, aber zum Glück haben wir genug Wasser mit. Mein Heuschnupfen hat schon ganz leicht begonnen. Du saufst aber ordentlich, Tini. Wenn Schnee liegt, brauche ich deutlich weniger Wasser mitnehmen, weil dann frisst sie den Schnee immer und deckt dann so ihren Wasserbedarf. Sitz und Fuß. Ich glaube, da hast du dir heute ein Ticket für die Dusche gesichert. Ja? Shit. Also selbst mit Motor nicht einfach. Wie habe ich das früher ohne Motor geschafft? Na, da war ich noch jünger. Ich muss noch einmal. Ich bräuchte eine noch bessere Untersetzung. Yeah. Ah, jawohl. Jawohl. Oh, shit. Balanceakt geglückt. Und da war ein praktisch unfahrbares Stück vom Weg. Da habe ich dann eine Umfahrung gebaut, die scheinbar ganz gut angenommen wurde, weil das Originalwegerl erkennt man gar nicht mehr. Nur noch meine Umfahrung, die da runter geht. Na schau, der Bruder ist auch da. Super. 534 Höhenmeter. Mal gleich nachprüfen.
es ist fleißig besucht. Dadurch schon rutschig. Ein Fahrrad ist leichter als mein Einrad. Was nicht wirklich erstaunt.